Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer, wir heißen euch willkommen zu einer nächsten Folge von Frag der Bibel und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir gegen die Selbstbefriedigung ankämpfen können. Und ein Teil eines jeden Kampfes in der sexuellen Reinheit, mit der wir alle Menschen gleich betroffen sind und kämpfen, ist auch ein Teil der Selbstbefriedigung. Und das ist ein Thema, das nicht nur jüngere Menschen, Teenager, Jugendliche betrifft, das ist ein Thema, das bis ins hohe Alter hineingeht. Und somit wollen wir uns heute darüber Gedanken machen, wie können wir gegen Selbstbefriedigung kämpfen? Wie kommen wir da raus? Wie helfen wir jemanden aus dieser Sache heraus? Ja, wie kämpfe ich gegen Selbstbefriedigung? Wie gegen jede andere Sünde auch. Es ist keine besondere Sünde in dem Sinne, dass es ein Medikament dagegen gibt, das du einmal nimmst und das ist mit der Sünde aufgehört. Es ist ein Kampf wie gegen jede andere Sünde auch in deinem Leben. Und wir wollen uns sozusagen die ganz normalen Prinzipien anschauen im Kampf gegen die Sünde und natürlich sie auf die Selbstbefriedigung anwenden. Und ich denke, grundlegend kann man es so formulieren. Es muss mit Buße beginnen und mit Glauben weitergehen, wenn wir siegreich im Kampf gegen die Sünde sein wollen. Und der erste Aspekt ist Buße. Buße ist nicht ein Wort, das heute gerne verwendet wird. Und es wird einfach viel zu wenig darüber geredet. Selbst in Büchern über Heilung ist teilweise wird kaum über Buße geredet. Und das ist echt erschreckend, weil wir verlernt haben, Buße zu tun. Was ist Buße? Buße ist eine Änderung von deinem Lebensstil. Du wendest dich von der einen Richtung zur anderen Richtung. Du änderst dein Denken, dein Fühlen, deine Lebensausrichtung. Und das ist, was wir bei der Selbstbefriedigung auch machen müssen. Warum ist das so wichtig? Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das Befriedigen von sexuellen Gefühlen das höchste Gut ist. Das ist, wonach die ganze Gesellschaft strebt. Wonach sie bereit ist zu töten und zu morden, wo sie bereit ist, Ehen zerbrechen zu lassen, weil man irgendwo anders mehr Glück zu finden hofft. Sie finden kein Glück darin. Sie finden nur mehr und mehr Zerstörung, mehr und mehr Unzufriedenheit und all die Folgen, die damit zu tun haben. Und es ist echt interessant, wenn man sich es statistisch angeschaut, den besten Sex haben die Ehepaare, die kein Sex mit jemand anderem vor der Ehe hatten. Also diese Statistik spricht so dagegen, gegen unser Denken. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir selbst als Christen von diesem Denken geprägt sind und wir müssen anfangen, da unser Denken zu verändern. Wenn du in deinem Kampf gegen Selbstbefriedigung siegreich sein willst, musst du hier anfangen mit der Buße über diese Sünde. Das nicht schließt ja auch diese Erkenntnis ein, dass es etwas, was nicht für mich gehört oder was nicht zu meinem Stand heute gehört, für mich alleine, richtig? Ja. Also zu erkennen, das ist Sünde und das ist etwas Falsches, etwas Schlechtes, ja? Ja. Und das ist, wo wir uns viel zu wenig Zeit nehmen. Wir denken, oh ja, ich weiß, dass Sünde, dass es sich falsch anfühlt, ich habe ein schlechtes Gewissen danach, ich sollte irgendwann damit aufhören, aber wir haben nie wirklich Buße darüber getan. Wir haben nie wirklich uns angeschaut, was Gott mit Sexualität vorhat und warum es so abgrundtief böse ist. Und das ist, wozu ihr, das ist der erste Schritt in diesem Kampf. Wir müssen wirklich zutiefst betrübt darüber sein, welche Sünde wir tun und warum sie so schlimm ist. Und das tun wir am besten, indem wir uns anschauen, was Gottes guter Plan ist. Also wir sehen die Dreckigkeit der Sünde am besten, wenn wir uns anschauen, was Gott sich eigentlich gedacht hat und wie herrlich und wie schön das ist, was er sich eigentlich gedacht hat und wie pervers wir das verdrehen, was er sich dafür gedacht hat. Und ich würde Sexualität also wie folgt zusammenfassen. Sexualität ist der Ausdruck der selbstlosen Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau zur Ehre Gottes. Und lass uns kurz diesen Satz aufschlüsseln. Sexualität. Was ist Sexualität? Was hat Gott sich damit gedacht? Erstens, Sexualität dient zur Zeugung von Kindern. Das sehen wir durch die ganze Schrift hindurch. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das ist ein Ziel davon. Ein anderes Ziel von der Sexualität ist die Sättigung des Partners. Das ist wie beim Hungergefühl. Du hast einen Hunger, du isst etwas und du wirst gesättigt. Und das ist, was Gott auch bei der Sexualität gedacht hat. Und so heißt es in Sprüchen, und ich will diesen Vers vorlesen. Steht tatsächlich so in der Bibel. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gemse, ihre Busen sollen dich allezeit sättigen und von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Das ist, was Gott sich unter Sexualität gedacht hat. Zeugung von Kindern und Sättigung von deinem Ehepartner. Und bei der Selbstbefriedigung ist einfach beides nicht vorhanden. Du gehst beide Male leer aus. Es werden keine Kinder gezeugt und der Ehepartner wird nicht gesättigt. Mhm.
Was du nur machst, ist deine selbstsüchtigen Wünsche für eine kurze Zeit befriedigen. Du kriegst kurz einen Kick und dann ist es wieder vorbei. Mhm. Dann brauchst du wieder mehr und mehr. Mhm. Und wenn man hier noch diesen Aspekt der Sättigung oder des Genusses mit einhernimmt, das heißt, das hängt dabei jetzt nicht miteinander zusammen, die Zeugung und die Sättigung, sondern Sexualität ist zur Sättigung, zum Genuss gedacht und zur Zeugung. Das heißt, nicht, es muss nicht immer beides zusammenkommen, richtig? Also, dass man sagt, es gibt ja auch einige Vorstellungen, dass Sexualität nur zur Zeugung erlaubt ist, aber Gott hat die beides in der Ehe erlaubt und gesagt, dass das gehört beides dazu. Ja? Sowohl einfach nur zum Genuss, ja, zur Befriedigung, aber auch zur Zeugung, wenn Gott Kinder erstens schenkt und zweitens jeder nach seiner Verantwortung sich dazu entscheidet, ein nächstes Kind zu bekommen oder überhaupt ein Kind, ein Gebet zu erbitten, aber auch die Möglichkeiten wahrzunehmen. Ja. Mhm. Also wenn man diese beiden Aspekte betrachtet. Und es ist so schön, dass Gott diese beiden Sachen verbunden hat. Mhm. Wenn also es hat nicht nur einen Nutzen oder eine Funktion, sondern es hat auch einen Genuss dabei. Ne? Mhm. Ja, wenn uns Essen nicht schmecken würde, würden wir alle verhungern. Mhm. Wenn Sexualität nicht etwas Schönes wäre, gäbe es keine Kinder auf der Welt. Mhm. Gott hat die beiden Sachen deswegen so miteinander verbunden. Mhm. Und wenn wir sie trennen, vergehen wir uns an unserem Schöpfer damit. Der zweite Aspekt, also wir haben ja gesagt, Sexualität ist ein Ausdruck der selbstlosen Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Und Sexualität ist wie Feuer. Dieses Feuer willst du im Kamin haben und nicht auf deinem Teppich. Sexualität ist eine starke Kraft, also es kann einen echt antreiben und motivieren. Das eine, dasselbe Feuer, das kann brandgefährlich sein, aber es kann auch gemütlich warm werden. Und den Unterschied, den das macht, ist, wo befindet es sich? Ist es im Kamin oder ist es auf deinem Teppich? Wenn es auf dem Teppich ist, musst du den Feuerlöscher holen. Im Kamin darfst du es weiter schüren. Dieser Wunsch nach Sexualität ist eine starke Kraft. Und um ihn richtig bändigen zu können, muss es als ein Ausdruck der selbstlosen Liebe geschehen. Und deswegen hat Gott Sexualität eben nur in dem Bund der Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau gedacht. Das ist der einzige Ort, wo es ausgelebt werden kann. Weil wenn es nicht so wäre, wenn wir Sexualität immer und alle Zeit praktizieren könnten, würde das zu tierischer, zur ungebändigender, zerstörerischen Lust werden, wie lüsterne Tiere verhalten, die einfach an allem sich befriedigen wollen. Deswegen hat Gott gesagt, Sexualität ist ein Ausdruck der Liebe. Das bändigt das Ganze und gibt dem eine gute Richtung. Und so heißt es in Epheser, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist diese grundlegende Einstellung, die für Sexualität da sein muss. Ihr Männer, liebt aufopferungsvoll eure Frauen. Das ist der Rahmen für Sexualität. Ich liebe meinen Ehepartner, ich gebe alles hin, ich will ihm das Beste. Nicht ich suche mein Bestes, sondern ich gebe ihm das Beste, ich will das Beste für meinen Ehepartner. Und das ist das Einzige, was dieses starke Feuer namens Sexualität bändigen kann. Das ist das Einzige, was es unter Kontrolle hält. Und ist dieser Wunsch, meinem Ehepartner etwas Gutes zu tun. Und wichtig ist dabei auch zu sagen, nicht nur im Ehebett, sondern auch den ganzen Tag. Das ist diese grundlegende Einstellung, die zwischen Ehemann und Ehefrau da ist. Ich liebe sie, ich will ihr das Beste tun und Sexualität ist dann nur ein Ausdruck davon. Und der dritte Aspekt, Sexualität ist ein Ausdruck der selbstlosen Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau zur Ehre Gottes. Die größte Motivation, Sexualität richtig zu leben, ist, wenn wir es zur Ehre Gottes machen. Was heißt das? Was heißt es, zur Ehre Gottes zu machen? Das ist so eine Floskel, die wir gerne verwenden. Aber ich denke, wenn wir hier darüber nachdenken, kann es sehr praktisch werden. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Wenn Männer ihre Frauen lieben und sich selbst für sie hingeben, spiegeln sie diese Liebe Christi wider. Also die Liebe Christi kann man jetzt nicht so beobachten auf den ersten Blick, aber eine Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau, die siehst du, dass er ihr aufopferungsvoll dient. Und diese Motivation, die die Grundlage ist für Sexualität, die ist sichtbar. Die ist sozusagen ein Licht für Christus. Das ist ein Zeugnis dafür, wir geben Gott damit die Ehre, wir verherrlichen Gott. Es ist nicht, dass wir Gott schöner machen, sondern wir bezeugen so herrliches Gottes Liebe zu uns. Wir lieben unsere Ehefrauen aufopferungsvoll und das ist diese Grundlage. Es ist, ich liebe nicht mich selbst, sondern ich liebe meine Ehefrau und das ist ein Licht für die ganze Welt. Und das ist das, was es heißt, Gott zu verherrlichen. Das heißt, es geht davon vom Blick auf sich selber, was sind meine höchsten Bedürfnisse, zu dem Blick, was sind eigentlich die höchsten Bedürfnisse meines Ehepartners. Also
Weil das, was uns weisgemacht wird, es geht darum, was du jetzt willst, das musst du bekommen. Und wenn der andere das dir nicht geben kann, dann kannst du es dir eben selbst holen. Ja. Und es geht darum, diese Sicht umzuwerfen und zu sagen, nein, das ist falsch, auch selbst wenn diese Bedürfnisse vielleicht gerade groß sind. Aber daran zu arbeiten und wirklich darauf sich zu fokussieren, das ist jetzt nicht dran, wenn das auch den anderen gerade nicht diese Not gerade oder dieses Bedürfnis nicht da ist, weil es geht nicht darum, was in erster Linie was ich brauche oder möchte, ja, weil es ja auch nicht etwas, das uns was lebensnotwendig ist. Ja. Das stimmt. Und das macht es so schön, wenn beide Ehepartner auf den anderen bedacht sind, ist das so etwas viel, viel Schöneres, als wenn jeder egoistisch für sich selbst das Seine sucht. Also das hat sich Gott echt genial ausgedacht. Wie sollen wir jetzt über Selbstbefriedigung konkret dann weiterdenken? Wir haben ja schon gesehen, Sex ist zur gegenseitigen Erfüllung in der Ehe gedacht. Und je selbstloser der Sex ist, desto besser ist der Sex. Und wir müssen jetzt hier verstehen, was Selbstbefriedigung uns sagt. Selbstbefriedigung ruft uns zu, alle deine Bedürfnisse müssen gestillt werden. Du darfst sie jetzt und sofort stillen. Jegliche Fantasien, die du hast, kannst du ausleben. Du musst deine Lüste nicht kontrollieren. Du darfst das bekommen, was du willst. Und das ist eben das Hässliche an dieser Sünde. Satan ruft uns zu, du brauchst das glücklich, um glücklich zu sein. Und Gott sagt etwas ganz Gegenteiliges. Gott sagt, liebe deinen Ehepartner und mach ihn glücklich. Das ist, was dich glücklich machen wird. Und das ist, vielleicht kennst du diesen Moment, du bist down und willst mit deinen Träumen den perfekten Ehepartner beginnen. Und Satan ruft dir zu und sagt, Gott hat dich vergessen. Er wird dich nie glücklich machen. Du musst dein Glück in deine eigene Hand nehmen. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Er liebt dich immer noch, auch wenn du vielleicht gerade nicht sexuell gesättigt wirst, ist sein Plan viel besser, als du es dir vorstellen kannst. Und das ist, wo wir Buße tun müssen. Wir denken oft, oh nein, Gott hat mich vergessen, er mag mich nicht, deswegen muss ich mein Glück in die Hand nehmen. Wir müssen zu ihm umkehren, zu wissen, nein, Gott hat mich lieb. Sein Plan ist gut. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt und ich Bedürfnisse habe und ich sie stillen will, der Schritt der Buße zu sagen, nein, meine Gefühle sind gerade falsch. Das, was ich will, ist sündig. Ich muss darüber Buße tun. Und ich muss mich an den Glauben an Gott festhalten, dass ich glaube, dass sein Plan für mich der beste ist. Und so kommen wir zum nächsten Schritt, zum Glauben. Also wir kehren um von unserer falschen Vorstellung und wir müssen uns im Glauben an Gott festhalten. Wir müssen Gott vertrauen. Das ist, wie Gott Heilung macht. Gott gebraucht da die ganz gewöhnlichen Mittel der Gnade. Er hat uns Wege gegeben, wie wir in der Heilung wachsen können. Es sind nicht immer so wunderbare Feuerwerke, die auf einmal dein Leben umwerfen. Das macht Gott auch. Aber oftmals ist es so, dass Gott auf die ganz gewöhnliche Art und Weise uns heiligt, uns formt, uns prägt, uns schleift. Es ist oft so, dass man denkt, boah, ich bete jetzt einmal und wenn Gott mir nicht die Sünde wegnimmt, dann weiß ich auch nicht weiter. Irgendwie man wünscht sich, dass alles auf einmal von 100 auf 0 kommt. Also, dass alle Lüste auf einmal weg sind, dass ich nie wieder ein Problem damit habe. Ohne irgendwelche Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen, ohne irgendwelche Barrieren einzustellen, richtig? Ja, dass einfach von einem Moment auf den nächsten kommt und dass einfach wieder alles perfekt ist und ich nie wieder mit der Sünde zu kämpfen habe. Das ist manchmal unsere Vorstellung. Ich bete und Gott macht alles. Aber Gott hat uns ganz andere Wege gegeben. Also, er wird unser Gebet erhören, wenn wir uns im Glauben an ihn festhalten. Und das sind mehrere Aspekte, wie wir im Glauben an ihn festhalten können. Es fängt mit Gottes Wort an. Es fängt mit Gottes Wort an. Gott hat dir sein Wort als eine Nahrungsquelle gegeben, dass du dich stärkst, dass du geistlich stark bist. Wie willst du gegen Sünde kämpfen, wenn du geistlich schwach bist, nie was gegessen hast? Sportler wissen es ganz genau. Ohne Nahrung wird nichts. Sie achten besonders auf ihre Nahrung, damit sie ihre Leistung bringen können. Wie denken wir, können wir geistliche Hochleistung im Kampf gegen die Sünde bringen, ohne dass wir uns aus dem Wort Gottes nähern. Wenn du in diesem Kampf siegreich sein willst, dann musst du mit Gottes Wort anfangen. Weil Gottes Wort ist das Lieblingswerkzeug vom Heiligen Geist in unserer Heiligung. Ein weiterer Aspekt von Gottes Wort ist, dass es so hilfreich ist, es überführt uns von der Sünde. Nicht nur von der Sünde der Selbstbefriedigung, weil meistens ist das nicht das einzige Problem in unserem Leben. Es ist nicht nur, ich bin sündlos, ich kämpfe nur mit der Selbstbefriedigung. Vielleicht ist das so dieser Fokus, den man gerade hat,
Man, das ist die Sünde, die am dringlichsten ist, die man offensichtlichsten ist. Aber Gott will mit uns in allen Aspekten des Lebens gleichzeitig arbeiten. Deswegen lesen wir Gottes Wort und kämpfen mit der Sünde des Hochmuts, mit der Sünde der Ungeduld, mit der Sünde des Lügens. Und diese Aspekte helfen uns im Kampf gegen die Sünde, wenn wir an allen Fronten gleichzeitig kämpfen in unserem Leben. Ein anderer Aspekt beim Gottes Wort ist, dass es nicht einfach ist. Gottes Wort ist nicht eine Sache, die so schnell geguckt ist wie ein YouTube-Video. Man muss für Gottes Wort Disziplin haben. Man muss darin forschen. Es ist nicht, dass es absolut alles einfach von sich selbst kommt, dass es wie Babybrei ist. Nein, es ist feste Nahrung, die man verarbeiten muss, die man studieren muss, die man lesen muss. Und das hilft uns im Kampf gegen Selbstbefriedigung. Weil Selbstbefriedigung ist oftmals der leichtere Weg, um Erfüllung zu bekommen. Und so müssen wir auch Gottes Wort, in der stillen Zeit diese Disziplin lernen, die uns helfen wird, auch im Kampf gegen die Selbstbefriedigung. Und eine weitere große Hilfe von Gottes Wort ist, dass wir darin Trost finden. Wenn du dann gesündigt hast, wenn du falschen Gedanken gehabt hast, wenn du eine Pornografie geschaut hast oder masturbiert hast, ist Gottes Antwort, wenn du ein Kind bist, nicht, dass er dir dich sofort töten will, sondern er spricht dir zu und sagt, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Satan will uns oftmals da in die Verzweiflung bringen und weiter von Gott. Er sagt so, du hast gesündigt, du bist kein Christ, das kann doch gar nicht sein, wie kannst du so etwas nur getan haben? Geh weg von Gott, entferne dich von Gott. Das ist, was Satan will, dass wir von Gott entfernen. Der gebraucht doch diese Sünden, um uns in Verzweiflung zu ziehen. Aber so müssen wir, wenn wir gesündigt haben, zu Gottes Wort kommen und im Glauben festhalten, ja, selbst wenn ich gesündigt habe, so will ich im Glauben an die Verheißung festhalten, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich denke auch, eines so der größten Herzensprobleme einer jeglichen Sünde ist ja eigentlich die Erfüllung in dieser Sünde. Ja, jemand, der mit dem Alkohol kämpft, der sieht darin seinen Gott, seine Erfüllung, seine Kraftquelle. Er sagt, das brauche ich, ich kann nicht ohne. Selbstbefriedigung ist es ja genauso ähnlich. Er sagt, ich brauche es unbedingt, um erfüllt zu sein, weil alles andere ist für mich nicht so eine Art von großer Erfüllung und Freude, dass ich das einfach brauche. Und ich denke, das ist das, was wir als Christen insbesondere lernen dürfen, ist unsere Freude im Herrn zu finden. Ja. Weil wenn wir davon wirklich überzeugt sind, was der Herr über sich selber sagt, dass er sagt, er ist unser Hirte und mir wird nichts mangeln, heißt das aber auch, dass uns auch keine Freude mangeln wird. Und wenn Jesus auch sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben im Überfluss, heißt das nicht, dass er uns einfach nur irgendwas Zukünftiges versprochen hat, sondern gegenwärtig will er uns erfüllen. Er will uns wahre Freude geben. Er will uns ein Leben führen lassen, worin wir keinen Mangel leiden, auch nicht mehr geistlich gesehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der größten Aspekte auch bei der Selbstbefriedigung. Wir glauben nicht, dass wir ohne Selbstbefriedigung noch viel glücklicher sein können. Ja. Und ich denke an den Psalm 78, wo der Psalmist sagt, also mir ist die Nähe Gottes köstlich. Oder Psalm 119, mir ist Gottes Wort köstlicher als Tausende von Gold- und Silberstücke oder fügt da was anderes ein, Millionen von Euroscheinen, ja. Das dürfen wir lernen und wenn wir gläubig sind, dann werden wir dazu kommen. Wir dürfen Gott darum bitten, zu lernen, unser Herz auf Gott auszurichten und in ihm wirklich wahrhafte Erfüllung zu finden. Und dann auf einmal ist Selbstbefriedigung nichts anderes als ein dreckiger Lappen. Etwas, das matt ist, das farblos ist, das, wo wir sagen, boah, in diesen Dreck will ich gar nicht mehr rein. Also das bloß weg von mir. Und auch wenn der Kampf ist da, aber wenn unser Herz das noch nicht verstanden hat, dann wird sicherlich der Kampf weiterhin schwer sein. Gott will uns einfach mehr bieten, als dass wir jemals bekommen können in der Selbstbefriedigung oder in jeglicher Sünde. Das ist ja eines so der größten Aspekte, auch wenn man so auf das Herz schaut und welche Rolle Gottes Wort auch spielt. Ne? Es ist uns mehr als einfach nur Nahrung, Kraft oder irgendein Antiblocker gegen irgendwelche Sünden. Das ist, darin finden wir Sättigung, ja, wenn wir sie suchen und Gott bitten. Ja, und wie kann Gott uns lieb werden, wenn wir ihn gar nicht kennen? Wenn Gott einfach nur ein alter Mann im Himmel ist, wie wirst du an ihm Freude haben? Du wirst Freude an ihm haben, wenn du ihn in seinem Wort kennenlernst, wenn du wirklich daran gesättigt wirst, dass du von deinen Sünden überführt wirst und von seiner Heiligkeit überzeugt wirst, das ist, wo du dann wahre Freude findest. Aber wie können wir Gott trotzdem immer noch begegnen? Was gibt's noch neben seinem Wort? Es ist der nächste Aspekt. Im Wort Gottes redet Gott mit uns und im Gebet können wir mit ihm reden.
Und warum müssen wir zu Gott reden? Erstens, weil er Gebet hört. Also Gott hört wirklich Gebet. Wenn wir zu Gott beten, wird er unser Gebet erhören. Wir können ihn um Heilung bitten. Mhm. Er wird unser Gebet erhören. Vielleicht nicht immer, dass wir es von einem Moment auf den anderen, aber er wird uns Gebet erhören, er wird uns Momente in den Leben stellen, er wird uns Prüfungen geben, wo wir unseren Glauben testen können, wo wir sehen, wie weit sind wir in der Heiligung. Mhm. Aber andererseits ist auch Gebet so wichtig, weil wir unsere Abhängigkeit von Gott darin bezeugen. Wir sagen, Herr, hilf mir. Das ist, worum es beim Beten geht. Ich bitte Gott. Wann bittet man? Wenn man etwas nicht hat. Beim Gebet werden wir gedemütigt. Wir stellen fest, ich habe nichts. Ich muss alles von Gott bekommen. Ich habe keine Kraft aus mir selbst. Mhm. Ich bin der größte Sünder und ich bin absolut unfähig und ich brauche alle Kraft von Gott. Und alles Gute, was in meinem Leben ist, ist von Gott gekommen. Mhm. Deswegen müssen wir lernen, im Gebet zu verharren. Mhm. Und ich meine nicht damit, kurz nach der Sünde zu beten, Herr, bitte vergib mir. Oder morgens einmal, ich bete, Herr, bitte bewahre mich heute. Nein, diese Ausdauer darin zu haben. Nee, Jesus sagt ja immer wieder, wacht und betet. Das ist ja diese Wachsamkeit, dieses ständige im Gebet sein. Ja. Mhm. Und der dritte Aspekt, der so wichtig ist, also wir haben Gottes Wort, Gebet und die Gemeinschaft in der Gemeinde. Du kannst es nicht als Einzelkämpfer schaffen. Mhm. Dieser Gott hat uns nicht dafür gemacht, dass wir diesen Kampf gegen die Sünde alleine schaffen. Deswegen hat Gott die Gemeinde gemacht. Der Kampf gegen die Sünde geht nicht durch eine Online-Fortbildung. Mhm. Ich mache einen Kurs, Kampf gegen die Sünde, krieg meine Credits dafür und dann war es das. Nein. Warum ist das so wichtig, dass wir in der Gemeinde sind? Weil wir uns so gerne selbst betrügen. Mhm. Wir denken, ich bin viel weiter. Und wenn wir miteinander sind, merken wir auf einmal, können wir füreinander da sein. Mhm. Wir können füreinander beten, wir können einander ermahnen und dass wir diesen Kampf nicht alleine führen, weil wir so extrem zum Selbstbetrug geneigt sind, sondern in der Gemeinschaft ist das umso hilfreicher, umso stärker, wenn man füreinander da ist, miteinander diesen Kampf kämpft. Und da will ich dich einfach ermutigen, pfleg die Beziehung in der Gemeinde. Sei bei jeder Veranstaltung dabei, wo du es nur hinschaffst. Pfleg die Beziehungen, hab persönliche Rechenschaftsbeziehungen mit anderen, wo ihr einander fragt, wie geht es dir damit? Und wo du nicht nur Fake-Antworten gibst, ja, ich kämpfe damit, sondern wo ihr füreinander wirklich beten könnt, miteinander diesen Kampf kämpfen könnt, weil er ist sehr, sehr wichtig. Warum die Gemeinde auch noch so wichtig ist, weil du da anderen dienen kannst. Selbstliebe bekämpft man am besten, indem man selbstlos andere liebt. Wenn du nicht verheiratet bist, kämpfst du gegen diese Selbstliebe am besten, indem du anderen hilfst, in welchen Diensten auch immer. Sei aktiv. Gib dein Leben hin für andere. Und somit können wir die gesamte Gemeinde ja auch einfach als Hilfsmittel im Kampf gegen die Sünde verwenden. Und das nicht nur bei Sünden, die irgendwie schon brennen, sondern auch bei jeglichen Problemen. Das dürfen wir gerne wahrnehmen und einfach auch Gott um Weisheit bitten. Wer ist vielleicht der weise Bruder oder die weise Schwester, die wir fragen können? Aber wir haben noch mehr Hilfsmittel, die wir verwenden können. Ist das richtig, Paul? Was haben wir noch? Wir haben noch die weltweite Gemeinde. Mhm. Gott hat uns mit Predigern und Pastoren geschenkt, die Bücher geschrieben haben, die sehr, sehr hilfreich sind. Und ich will einfach ermutigen, im deutschen Raum gibt es auch viele, die übersetzt sind, dass man diese zur Hand nimmt, wo es einfach im Detail nochmal geht und dass man sie wirklich durchstudiert und sie in sein Leben hineinsprechen lässt. Frag deine Ältesten, welche Bücher sie dir empfehlen können, welche Predigten sie dir empfehlen können. Wir werden auch hier unten in der Beschreibung einige zu empfehlen, aber nimm diese Möglichkeit in Anspruch. Es lohnt sich zu kämpfen. Das ist einer der wichtigsten Kämpfe in deinem Leben, gegen die Selbstbefriedigung zu kämpfen. Weil wenn du diese Sünde in deinem Leben laufen lässt, wird es alles zerstören. Es wird dich geistlich zugrunde bringen, es wird deine Beziehungen kaputt machen, es wird dich träge und faul machen in jeglicher Hinsicht, geistlich, körperlich. Lass diese Sünde nicht in deinem Leben brennen. Kämpf dagegen an. Ja, herzlichen Dank und auch euch, liebe Zuschauer. Wir wollen euch ans Herz legen, eine gesunde Gemeinde in eurem Umkreis zu suchen und das nicht nur online zu tun, und nicht nur online eine Gemeinde zu verfolgen, denn eine Online-Gemeinde existiert auf diese Art und Weise nicht, sondern eine Gemeinde existiert vor Ort und wir dürfen uns vor Ort eine Gemeinde anschließen. Und wir wollen euch da auch herzlich einige Prinzipien an die Hand geben. Meldet euch gerne auch bei uns, sei es über unsere Webseite, über www.ecg.berlin/fragen oder an unsere E-Mail-Adresse fragen@ecg.berlin. Und wir können euch da gerne versuchen, weiterzuhelfen, um eine Gemeinde in eurem Umkreis zu finden oder sei es auch einfach euch Hilfsmittel
an die Hand zu geben, um eine gesunde Gemeinde zu finden. Und euch, liebe Gemeinde, wollen wir in diesem Thema ernstlich ans Herz legen, gegen diese Sache ernst anzugehen. Das ist eines der Themen, die oft in unserem Leben irgendwie unterbeleuchtet werden und so wie auch jede andere Sünde oft dazu führt, dass wir Sachen dulden, weiter zulassen und gar nicht merken, wie schnell unsere Beziehung mit Gott den Bach runtergeht, wie schnell wir schwach und ermattet werden und all die Beziehung und all das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat, über die Gegenwart, aber auch die Zukunft, wird auf einmal farblos. Und das passiert auch mit der Sünde der Selbstbefriedigung, wo wir uns selbst auch betrügen, wo wir denken, es sei ja in Ordnung. Und so wollen wir euch weiter ermutigen, im Kampf in der sexuellen Reinheit zu wachsen und euch gerne dabei helfen und wollen weiter für euch in dieser Art und Weise auch beten. Ja, möge Gott euch dabei segnen.